Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Team Diamonds. Heute geht es um Joe Vicious von den Tampa Bay Buccaneers, wenn ich es richtig im Kopf habe. 3 Sterne Herausforderung. Wir dürfen in dem Quarter, was wir jetzt spielen, keine 2 Touchdowns kassieren. Wir kriegen einen 4. Bonusstern, wenn wir den Quarterback einmal sacken. Das wird schwer. Und wir kriegen einen 5. Bonusstern, wenn wir nicht einen einzigen Touchdown in dem Quarter zulassen. Dann schauen wir uns mal an. Wir sind zu Gast bei den Bucks, wie man unschwer erkennen kann. Wir haben den Ball an der 50-Yard-Linie. Wir sind im 3. Quarter. Und es sind noch 4 Minuten zu spielen. Hey, da bin ich mal gespannt drauf. Also das mit dem Sack, wie gesagt, das wird schwer. Wir müssen gegen die beiden Touchdowns verteidigen. Erster und 10 Tampa Bay. Winston direkt hinter dem Center. Incomplete Pass. Na gut, wenn es so weitergeht, dann können wir das sehr geschmeidig auf uns zukommen lassen. Wir bleiben in der Cover One, jetzt aber in der Thief Press Variante. 2. Versuch und 10. Wenig Druck auf Winston, der bringt den Ball an. Ball ist jetzt an der 46-Yard-Linie meiner Cowboys. Wir haben einen 3. und 6. Das ist ein neues First Down, glaube ich. Das dürfte knapp, aber es dürfte gereicht haben. So ist es. Neuer Erster und 10 an der 39-Yard-Linie. Evans, auch einer wirklich der Top-Receiver. Geht halt ein bisschen unter. Ist halt Tampa Bay. Aber der Junge, der ist richtig gut. Erster und 10 an der 39 damit. Play Action. Oh, und da war fast der Sack. Da waren 2 Verteidiger der Cowboys auf dem Weg zu Winston. Also dann, es geht doch. 2010, Ball an der 39-Yard-Linie. Incomplete Pass, stark verteidigt hier von Renfro. So, und damit zwingen wir die Bucks in einen 3. und 10 hinein. Und der ist intercepted. Byron Jones. Wunderbarer Pick. So, das Problem ist, wir müssen eigentlich sofort punten. Obwohl ich ja die beiden Touchdowns nicht zulassen darf, möchte ich natürlich auch den letzten Stern noch holen. Wir waren ja eben ja schon dran an einem Sack an Winston. Das ist wieder eine extrem Football-unübliche Szene. So, der Ball kommt an der 28-Yard-Linie herunter. Und wir versuchen weiterhin Winston zu sacken. Erster und 10 an der 28. Das ist ein Laufversuch von Barber. Kommt bis an die 30-Yard-Linie. 2. Versuch und 8. Also ich traue mich nicht, hier komplett zu blitzen. Einfach, oioioioi. Weil ich nicht weiß, ob Winston dann nicht einfach einen ganz schnellen Pass wirft. Weil mein Pass Rush nicht so effektiv ist. Und ich hier einen Touchdown kassiere. Erster und 10, der Ball ist nämlich schon wieder an der Mittellinie. Oh, Incomplete Pass. Da haben wir Glück gehabt, weil der war absolut fangbar. So, wir haben einen 2. Versuch und 10. 1:30 noch auf der Uhr. Interception. Diesmal ist es Byron Jones. Ja, dann trage ich das Ding auch eben schnell zurück. Also wer mich so einlädt, da kann man ja nicht Nein sagen. So, das kostet jetzt ja keine Zeit, der PET. Im Idealfall würden wir es jetzt sogar schaffen, den Kickoff weit in die Endzone der Buccaneers hineinzudengeln, sodass es dort dann auch keinen Return gibt. Und das Gute ist, wir haben die Bucks natürlich jetzt wieder hinten stehen. Ah, es gibt auf jeden Fall einen Return. Es ist ein bisschen windig hier. An der 3-Yard-Linie kommt Tampa wieder aufs Feld. 2 Interceptions von Winston.
geben uns noch mal eine Chance. 1:17 haben wir noch zu spielen. Wir müssen jetzt auch daran denken, unsere Auszeiten zu nehmen. Ich bin natürlich echt der Gearschte, wenn mir Tampa hier einen Touchdown reinhaut. Boah, das war schon wieder ein Pick. Allerdings war da der Verteidiger out of bounds. Aber was ist denn mit Winston los? 2:10 an der 26. Und da ist der Sack. Jawoll. So, jetzt kein Touchdown. Jetzt brauchen wir den Ball. Wenn wir jetzt den Ball bekommen, dann bleiben wir im Ballbesitz. Lassen die Uhr auslaufen. Das sieht sehr gut aus. 3:15. Boah, wäre der jetzt durch gewesen. Ich hätte, glaube ich, geweint wie ein kleines Baby. Neuer erster Versuch an der 45-Yard-Linie für Tampa. So, wir haben noch 17 Sekunden. Das sind vielleicht ein, vielleicht noch zwei Spielzüge. Dann hätten wir diese Challenge mit allen Sternen geschafft. Jetzt kein Touchdown. Winston nimmt sich ganz viel Zeit. Wirft falsch ein in Complete Pass. Tillman ist da. Aber wir sehen noch ein weiteres Play. 6 Sekunden noch auf der Play Clock. 2:10. Mein Gott, wir sind im dritten Quarter und ich habe Puls. Winston wirft voll schnell ein Incomplete Pass. Wieder Incomplete. 3. Versuch und 10. Also die machen es einem hier. Ah, die Nervenbelastung wird nicht weniger. Ich will es mal so ausdrucken. 3. und 10. 3 Sekunden vor dem Ende des Quarters. 3 Sekunden vor dem Ende der Challenge. Der Snap. Winston wirft vollständig. Und das war's. Die Uhr ist runtergelaufen. Puh, lasst uns Sterne zählen. 1, 2, 3. Nummer 4. Nummer 5. Maximum Stars. Heilige Mutter, was für eine Challenge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.